Hallöchen, zunächst den Mod vorstellen. Heute haben wir uns schon Deer 4755. Der kommt in der Version 1.0, ist am Giants Mod Hub verfügbar, also auch für die Konsole geeignet und hat eine Größe von 22 MB. Ja, gibt es ihn zum Angucken im Shop bei der mittelgroßen Traktoren. So sieht er aus, das gute Stück, also auch schon älteres Modell, aber gut, dass es da ist. Man braucht ja auch mal was Älteres. Kommt daher mit 190 PS, lastgeschaltetes Getriebe, 356 Liter Sprit und 35 km/h kann er wohl fahren. Reifen kann man einstellen, und zwar mit Trelleborg, Michelin, Continental, Friedestein, Mitas, BKT, Nocken Tires oder Trelleborg. Reifenvarianten, wie immer im Schnelldurchlauf. Bei Trelleborg wären das die Michelin, Continental, Friedestein, Mitas, BKT, Nocken Tires mit Kommunalreifen und die Trelleborg. Kennzeichen könnt ihr machen, vorne oder hinten, beziehungsweise nur hinten oder ohne Kennzeichen. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns die Kiste mal genauer an. Wie gesagt, so sieht er aus. Upsala, nicht reingefallen. So, also so sieht er aus. Ja, da kann man sich nicht beschweren. Genau. Oh, hüpfen wir rein in die Kiste. Ja, innen drin sieht die Sache dann so aus. Ne? Also schön aufgeräumt alles. Genau. Sonst kann man hier drin nicht wirklich was machen. Also im Endeffekt, ja, Hupe, klar. Genau, das ist die Hupe. Lassen wir mal den Motor an. Zack, Fehler hat das Modell selber keins. Da sieht man vorne auch im Display, geht da ein bisschen was, wird da was angezeigt. So, Spiegel scheint zu funktionieren, ist allerdings hier der mittlere Spiegel ist ziemlich, ja, der äußerste funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut, das funktioniert so. Und die Füße, na, Hände, komplette Bewegung drin, das passt sehr gut. So, das sind jetzt die 35 km/h. Der Spiegel funktioniert auch, wie gesagt, der funktioniert auch. So, genau. Dann gucken wir mal noch kurz in die Nacht rein. So, jetzt. Wir haben hier die Blinker. Die eine Seite, die andere Seite, Warnblinker. Funktioniert hinten genau das gleiche. Die eine Seite, die andere Seite. Warnblinker tut auch einwandfrei. Lichter, ein Licht. Zwei Licht, drei Licht, vier Licht. Innen drin sieht man auch was, also was angeht von Lichtern.
Das sieht gut aus, das passt soweit. Und der Blinker, ihr seht sie selber. Die eine Seite, die andere Seite und Warnblinker funktioniert auch sehr schön. Das Ganze natürlich fehlerfrei. Und somit würde ich sagen, passt es auch. Und dann würde ich sagen, ja, ihr seht selber, Chaser funktioniert auch. Also von dem her, ja, okay. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, im Videobeschreibung unten ist noch Download-Link. Und tschüss.